Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deckcheck vom Spiel um Wien. Ich bin's euer Patrick, bei mir ist euer Christopher. Guten Abend. Und heute machen wir ein weiteres Standarddeck und wir erfüllen einen Zuseherwunsch, mehr oder minder, denn Halo 312 auf YouTube hat uns gesagt, er hat ein Eichhörnchen-Deck, ein Toski Mutate-Deck. Und der Christopher und ich haben uns das beide angeschaut und gesagt, ja, wir verstehen es, aber ich glaube, das könnte anders besser ausschauen. Richtig. Und du hast was anderes draus gemacht, was ich... Ehrlich, ich finde es ein ehrlich geiles Deck, ein Eichhörnchen-Deck, was richtig cool ausschaut. Nein, falsch, es ist ein Squirrel-Deck. Ein Squirrel-Deck? Ja, es wurde auch so betitelt. Eichkarzeln. Squirrel. Squirrel, ja. Schauen wir uns mal die Mana-Base an. Bitte. Du spielst 5 Plains, 2 Islands, 2 Forests. Ja. Das heißt... Standardländer. Dreifärbig, das Standardländer, 9 Stück, die können gefetcht werden von 4 Fabled Passage. Und wir sparen uns hier in diesem Fall wieder die Snowländer, weil wir uns vor Rydain fürchten. Genau. Weil... Wer sich das Metagame anschaut, sieht, dass sie da und dort auftaucht. Das ist nicht nur, es war am Anfang eine, jetzt sind es zwei, jetzt sind es drei. Ja. So denn, wenn du nicht effektiv ein Snowdeck spielst, dann bitte spiel keine Snowlander, weil sonst wirst du einfach random Loss gegen Rydain haben. Jawohl. Dann haben wir Pathways. Wir haben zwei Henge Gate Pathway, die blau-weißen. Und vier Branchloft Pathway, Boulder Loft Pathway. Sind die grün-weißen? Genau. Das heißt, 6 Pathways und dann noch 3 Temple of Plenty. Ja, die sind auch wieder die grün-weißen. Die sind schon fast ein bisschen schlecht. Okay. Aber gut genug, weil wir grün-weiße Länder brauchen. Okay. Man sieht, der Fokus ist auf grün-weiß. Erstens mehr Pathways und dann halt noch der Tempel. Und dann hast du noch ein Bonders Enclave, weil du das ist so random Karten ziehen willst. Das ist so meine favorite random Karte in letzter Zeit. Die Sache ist, du triggerst sie eigentlich so oft in diesen Creature-Matchups. Ja. Und sie wird einfach übersehen. Es spielen viel zu wenig Leute. Wenn ich Steady Card Draw haben kann, jede Runde, dann spiele ich's. Ja, ist ja klar. Gut, dann fangen wir mit den Kreaturen an. Und da fangen wir natürlich mit dem an, warum das Deck überhaupt gebaut wurde. Für die unsere deutschen Zuseher, die nicht wissen, was ein Orchkatzel ist. Ich will gesagt Squirrel. Oder Squirrel. Nicht verstehen, weil du so einen Slang drauf hast, dass die einrollst. Wir reden von Toski, Bearer of Secrets. Dem 4-Mana 1-1er, uncounterbar, unzerstörbar und immer wenn eine Kreatur Schaden einem Spieler zufügt, zieht man eine Karte. Ja. Aber dafür muss er immer angreifen. Ja. Das Killer-Eichhörnchen. Richtig. So. Sehr coole Karte. Ich habe es beim Spoiler-Namen gesagt, finde ich sehr flavorful. Finde ich richtig cool. Ich finde sie auch cool. Ich finde es cool, dass man damit was machen kann. Ja, das ist das Schöne. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich das Deck gebaut habe, also ich habe es in seine Bestandteile zerlegt, dann habe ich mir das Eichhörnchen genommen und gedacht, was kann man eigentlich Cooles mit Eichhörnchen machen? Mhm. Cool ist das Eichhörnchen aufblasen. Ja. Da das Eichhörnchen unkaputtbar ist, geht es hier um Exile-Effekte. Ja? Das ist das Einzige, wovon wir uns fürchten, sind Exile-Effekte. Ansonsten überlebt unser Horn. Ja. Wichtig ist, dass das Eichhörnchen connected, das heißt, wir brauchen Sachen, die man drauflegt, eh klar. Damit er Evasion bekommt. Ja. Wir kommen nachher dann dazu, was es ist. Ich wollte nur sagen, wo der Denkansatz ist, weil wir werden es ja dann sehen bei einer Karte. Vielleicht nehmen wir diese Karte vor dieser Karte, damit man dann von dem gleich da auf das umgehen. Gut, aber machen wir es erst in Einser-Drop, weil das ist Allside auf Life's Bounty. Da kannst du dich entweder vor irgendwelchen Exile-Effekten schützen, vor getargeteten. Und ansonsten, wenn wir es später sehen, kann auch das ein 1-1er Lifelink nicht irrelevant sein, ab und zu einfach im Damage Race. Ja. Auf jeden Fall. Dann haben wir 4 Gilded Goose. Guck. Weil Toski halt trotzdem 4 Mana kostet. Genau. Er ist 1 Mana zu teuer. Ja. Man muss ehrlich sein, mit 4 Mana ist er schon auf der teuren Seite. Mhm. Das Meta ist noch sehr offen, das heißt, es gibt noch ganz viele Sachen, die man ausprobieren kann. Ja. Aber es gibt schon einen Trend und der Trend ist einfach, es ist schnell. Mhm. Und das Eichhörnchen ist sehr cool, aber halt auf der langsamen Seite. Okay, dann haben wir einen Vierer-Drop, nämlich Halvar, God of Battle, beziehungsweise seine Equipment-Seite, Sword of the Realms. Ist natürlich gut, sehr coole Karte, wenn du das Sword dem Eichhörnchen umhängst. Ja. Oder ansonsten, wenn das Eichhörnchen schon irgendwas hat, Double Strike kriegt, ist auch nicht schlecht. Das ist richtig, weil das Double Strike ist dann 2 Karten ziehen. Mhm. Wenn das Eichhörnchen connected, stimmt. Damage, Karte ziehen, Damage, Karte ziehen. Nice. Sehr schön, weil du dir halt dann weiter Pumpeffekte findest und das Spiel schneller beenden kannst. Und natürlich ab dem Zeitpunkt, wenn dein erstes Eichhörnchen weg ist, ziehst du dich dann hoffentlich in das nächste Eichhörnchen rein, dass du denselben Spaß wieder anfangen kannst. Ja. Was natürlich auch cool ist an Halvar selber, dass du Equipments und Enchantments verschieben kannst. Ja.
Was sehr gut ist, da, wo du mal zum Beispiel gesagt hast, die Alsaid, ja. Ja. Wenn ich jetzt brauche, dass die beispielsweise fliegt und Damage macht, dann wird es umequipped Ja. oder umattached, whatever. Ja. Und dann machen wir dort den Damage. Nice. Zu Und viel angezielt, wenn man in einem sagt. greifen die Lebenspunkte ab. Nice. Richtig. Gut, dann haben die letzte Kreatur, die wir im Endeffekt haben, ist der Runeforge Champion. Viermal. Ich finde es cool, du hast den Deck, was ich sehr geil finde, und ich muss gestehen, ich habe jetzt ein, zwei Decks gesehen, wo auch gespielt wird, samt ein paar Runen. Also zwischen 9 bis 12 Runen spielt man jetzt teilweise, weil Genau. es halt schon Card Advantage ist. Und es ist die Sache einfach, dass du, und jetzt sind wir da, er macht ja jede Rune kostet 1. Ja. Das heißt, die Runen ersetzen sich ja selber. Das heißt, immer wenn sie ins Spiel kommen, ziehst du eine Karte. Ja. Wenn du jetzt beispielsweise den Kollegen hast und du hast 3 Mana und du ziehst dich von einer Rune, also du spielst eine Rune, ziehst eine Karte, spielst die nächste Rune, ziehst die nächste Karte, kommst du natürlich auch dementsprechend schneller durchs Deck, kannst dein Eichhörnchen fliegen, Trample, Lifelink etc. etc. geben. Ja? Was wichtig ist, die Karte an sich ist cool, relevanter Body und trägt selber auch gerne Runen. Ja, gut, dann die Rune, die du hast, sind eben Rune of Sustenance, das ist eben die weiße Lifelink-Rune. Genau. Dann hast du also 4 Stück, natürlich dann 4 Stück Rune of Flight, das ist die blaue Fliegen-Rune, und 4 Stück Rune of Might, das ist die 1-1 und Trample-Rune, die grüne. Genau. Wie du, das sind eben die 3 Farben, die du hast. Ich habe eben schon Text gesehen, die spielen die Haste-Rune, die rote auch, Ja. statt etwas von den anderen. Kann man auch spielen, ja. Die Sache ist, das größte Problem, das das Deck hat, ist, Ja. dass du das Eichhörnchen nicht schnell genug fett machen kannst. Ja. Also du bräuchtest so ein Rancor. Rancor in diesem Metagame wäre gut, aber wir haben einen sehr schönen Ersatz und das ist das nächste. Genau, das ist dein letztes Enchantment, also dein letzte Enchantment, nicht ja. Enchantment, Aura. Aura, dein letzte Aura, danke. Und zwar, das ist All That Glitters. 4 Stück, weil natürlich, wenn du da machst Rune hinter Rune hinter Rune hinter All That Glitters, kann der Gegner schon tot sein. Das ist richtig, weil du machst halt ein unendlich fettes Eichhörnchen mit Double Strike oft. Ja, das finde ich schon richtig geil. Das ist wirklich sehr schön, es macht irrsinnig viel Spaß zum Spielen. Ja, also ich mag diese Boggle-Style-Decks. Ich finde Toski eine super coole Karte. Definitiv. Und ich habe jetzt, entschuldige, ich freue mich Ja, auch ja. sehr, dass ich jetzt einen Platz für diesen Runeforge-Champion gefunden habe, weil ich habe ihn ja sehr stark kritisiert, dass er zu wenig Runen hat oder zu wenig Ja, relevante das haben Runen. irgendwie alle kritisiert in der Zwischenzeit. Aber auf der anderen Seite habe ich gesagt, jetzt zieht er halt schon doch ein bisschen Play. Die Sache ist halt einfach, dass warum die Runen gut sind, ist einfach, wenn er ist, kostet es 1. Ja. Und für ein farbloses eine Karte ziehen ist immer noch gut. Genau, ich wollte gerade sagen, weil du hast ja, wenn du ihn aufspielst, hast du auf jeden Fall ein Target, nämlich ihn. Und dann kannst du halt für einen Mana eine Karte ziehen und du gradest halt die entsprechende Kreatur ab. Und wenn du was Ja. hast, was einen Kreaturenplan hat, dann ist es schon mal. Und die Sache ist, wenn du nichts hast an Ja. Kreaturen, kannst du noch immer die nächsten 2 Equipments berunen. Das Weil Runen kann stimmt. man auch auf Equipments legen, Das nicht? stimmt. Das heißt, wir haben Doppel-Halvar, Doppel-Sword of the Realms Ja. und folgende 2. Ja, wir haben ein Shadow Spear, weil Trample und Lifelink ganz sexy ist. Genau. Und dann haben wir noch ein Maul of the Skyclaves, weil Flying und First Strike ganz sexy ist. Und plus 2 Plus plus 2 2 plus ist auch natürlich auch ganz gut. 2. Man könnte, und wahrscheinlich muss man auch jetzt, wenn man darüber nachdenkt, mehr Maul of the Skyclave spielen, um einfach diesen vermehrten Pump zu haben. Ja. Ja. Also vielleicht könnte man den einen Shadow Spear kicken und man nimmt noch einen Maul of the Skyclaves. Oder whatever. Ja, man kann auch zum Beispiel ein, zwei Runenkarten, weil ich glaube, wenn man Vielleicht kann man 10 auch Runen zwei, hat. ja. 10 Runen reichen auch. Aber jetzt einmal, also das ist, jetzt gehen wir ein bisschen ins Abstrakte. Okay. Beim Deckbau bin ich da, dass ich alles outmaxe, damit ich oft genug ziehe, damit ich sehe, wie gut diese Karte ist. Ja. Deswegen schaut dieses Deck so aus. Natürlich kann man auch bei den Runen ein bisschen cutten. Entschuldige. Na, kann man nämlich, ich habe gar nicht dran ich muss gestehen, ich habe gar nicht dran gedacht im ersten Moment, dass man die Equipments ausrüsten kann. Ja, du kannst die berunen. Kann man die? Kann man nicht nur die Vehikel berunen? Nein, du kannst Equipments berunen. Das ist geil. Okay, passt. Dann haben wir noch Removal. 3 Stück, 3 Gleis-Casket. Die sind auch gut für All the Wollte Glitters gerade und nehmen sagen. den ganzen Kleinscheiß weg, ja. Ja. Deshalb drinnen. Ja, super. Das sind ja schon die 75 Karten, dadurch, dass halt viele. Die 60 Karten mäßig, weil dadurch, dass du viele Vor-Offs halt hast, geht es relativ flott. Dann schauen wir uns noch das Sideboard an. Da haben wir 2 Brazen Borer, Schrägstrich Petty Theft. Genau, um einfach zusätzliche Flying Threats zu haben, beziehungsweise Bounce. Ja. Weil Bounce halt wirklich relevant ist. Ich habe noch gegen kein gegnerisches Toski-Deck gespielt. Aber es ist natürlich auch cool, wenn du dann das
Squirrel bouncen kannst, ja. Stimmt, wenn da drei, vier Runen drauf sind und dann ist er auf einmal weg. Ich meine, Squirrel. Harun haben sich wenigstens selbst ersetzt, aber trotzdem haut sie ihn aber zurück. Squirrel ist weg. Squirrel, okay. Dann hast du selber drei Redain, God of the Worthy. So eine gute Karte. So eine gute. Ich sag's jedes Mal, spielt keine Snowlander aus, ihr seid ein Snowdeck. Das ist so unnütz. Wie viele Leute ich schon erwischt habe, weil sie einfach fancy Snow Basic spielen und ich aus dem Sideboard mit der komme. Und es sind random Sideboard Wins, die du für deine Statistik hast, die du nicht haben solltest. Ja? Aber ich nehme es trotzdem. Gell? Also so ja, ist sicher. Dann hast du zwei Game Razor noch im Sideboard. Genau. Das ist ein bisschen übergeblieben von dem von der ursprünglichen Mutated Deck. Game Razor wahrscheinlich auch das Beste, was du dem Toski umhängen ja, kann, denk, weil halt Trample gut, kriegt. Ja. Ja. Trample und 4-4 ist dann schon sehr fein. Und ja. Also das ist auch eine Karte, die man sich potenziell überlegen kann, ob man die Main deckt, aber es ist halt doch alles teuer und ja. In Einzelsituationen dann wirklich gut. Okay. Dann hast du noch ein Kalni Ambush, das ist der 3-Mana-Fight-Effekt, der auch ein Land sein kann. Genau. Das ist mein zusätzliches Land, das ich habe, um mehr Länder zu haben, um, wenn ich die nächsten drei Spells dann reinbringe, beziehungsweise es ist ein Fight-Effekt, der gut ist mit dem Eichhörnchen, wenn das Eichhörnchen was oben liegen hat, ich muss es abrüsten. Mhm. Mein Eichhörnchen ist wurscht, ob es 15 oder 97 Schaden oben hat. Schlafende Dive haben wir entdeckt. Ja, aber dein Eichhörnchen killt halt nichts. Also das macht nichts. Ja, wenn es blatt genug ist, mit dem Fight-Effekt halt schon. Ach so, ja, aber... Aber es ja. kann halt... In 5-5er abrüsten, wenn es geblatt genug ist und trotzdem angreifen und stirbt nicht. Weißt ja, stimmt schon, weil es halt wurscht ist. Edel und stark. und Kalni Territory ist gerade in den ersten Turns gut. Mhm. Bis zum Eichhörnchen, beziehungsweise wenn wir im Midgame sind und wir wollen halt mehrere Spells spielen. Ja. Gut, die nächsten Karten, weswegen du auch ein Land gerne mehr hattest, ist dann 2 Negate und 3 Mystical Dispute. Wenn Jawohl. Wir dann ein bisschen ins Counter gehen. Genau, ein bisschen Counter, Gegner überraschen, ein bisschen ungut sein. Ein bisschen countern, ein bisschen Eichhörnchen beschützen. Das Eichhörnchen ist halt wirklich gut gegen Control Decks. Das muss man ehrlich sagen. Mhm. Das ist Eichhörnchen resolved, weil uncounterbar und dann Bob und dann Bob und dann Bob. Und es sind immer nur ein Damage. Ja? Aber es summiert sich. Aber es ist einfach so viele Handkarten. Und wenn er dieses, und er muss dann beginnen, also ich habe gegen Decks gespielt, die müssen dann die Runen countern. Du siehst halt nicht, wie sie sich fühlen, aber du spürst es halt durch die Emojis. Ja? Kennst du dieses so, nice, nice, nice. Ja, du merkst, oh, oh, das ist ein bisschen passiv-aggressiv. Ja? Also dann gibt es ein nice Retour. ja, also es ist halt... Du musst halt Ups zurückgeben. das Eichhörnchen ist halt gegen Control, ist ja. fürchterlich. Ja. Das Einzige, was du halt eben dann nicht haben willst, ist der Exile-Effekt, den countest dann halt mit dem G zum Beispiel. Ja, ja, du beschützt dann einfach das dumme 1-1 Eichhörnchen. Die sage ich, du musst eh warten, was passiert, weil, keine Ahnung, vielleicht kommen wieder Sphinxen ins Meta. Schau mal. Okay. Und die letzten zwei Karten im Sideboard sind 2 Return to Nature. Genau, wenn wir auch gegen Shark Typhoon was machen wollen und weil wir auch Groxhausen Friedhof entfernen wollen. Vielen Dank, genau das. Okay, ja. Ja, ist vielseitige Karte und gerade Shark Typhoon kann schon ungut fürs Eichhörnchen sein. Weil ja, Shark Typhoon ist blöd, weil der ist dann fett und das Eichhörnchen kommt nicht drüber. Ja, weil sie fliegen und fett sind, ist halt ja, bitte. Ja. Ist halt, das ist passiert short. Dann, ja. Ja. Verstehe. Ja, passt. Das Squirrel-Deck. Sehr schön, danke, vielen Dank. Gerne. Sie ist schon wieder durch. Ich muss ehrlich gestehen, ich finde es richtig, ein richtig sweetes Deck. Ja, wie du selber gesagt hast, ich glaube, man kann da noch ein paar an den Zahlen schrauben. Die Maul of the Skyclaves, hast recht, können wahrscheinlich mehr rein. Ja. Aber einfach, ich finde halt Toski auch so cool und das ganze Deck ist einfach sweet. Und ich glaube, es ist ein relativ gutes Grinder-Deck jetzt, wenn wir halt noch in Arena-Zeiten sind. Ja, weil ja, weil die Matches gehen wahrscheinlich relativ schnell trotzdem. Und das du stimmt. siehst halt immer viel von Deck mit halt 10 bis 12 Draw-Effekten aller Rune. Ja, also wenn der Runeforge Champion ist, ist halt mit 3-4 Mana ist echt cool. Ja, nice. Gut, Christopher, danke fürs Vorstellen. Dankeschön. Euch danke fürs Zuschauen. Wie immer könnt ihr Kommentare unter dem Video hinterlassen. Ihr könnt es auf Facebook, Twitter und Instagram erreichen. Ihr könnt zu unserem Discord-Server beitreten und uns natürlich im nächsten Video sehen. Ich danke nochmal fürs Zuschauen und wünsche eine schöne Woche. Auf Wiedersehen. Ciao. Wa. Diesmal in Fast-Forward-Geschwindigkeit. Wir sollten mal einen Wettbewerb machen, wer das schneller aufsagen kann. Ich glaube, ich bin schon relativ weit vorne, weil ich halt von Natur schon schnell rede. Und dann wirklich? Das auch noch. Dafür nuschle ich dann ein bisschen. Das ist egal. Der geneigte Zuschauer weiß, was du sagst.